Kapitel 17. Die Stimme im Schatten. Das glühende Licht erfüllte den gesamten Raum in Blitzen. Doch die Gruppe blieb ruhig. Nichts, was hier geschah, war eine wirkliche Überraschung. Als das Leuchten endlich schwand, begann sofort Dunkelheit den gesamten Saal einzuhüllen. Aber noch sah man, was bevorstand. Eine Kreatur weit grotesker als noch die Stimme des Sturmes. Diese war damals in ihrem Anblick nahezu gleich einem Luxtra, da dies auch für Tundil galt. Hier hingegen kreierte sich ein Drachenpferdehybrid, dessen Gestalt gegeben von seiner Rolle als Stimme der Schatten alleinig von Schneeweiß und Muserosa überzogen war. Die einzige Ausnahme waren die grün-roten Augen. Es ist Zeit! Die Schattenmenschen sprießen und gedeihen. Nur die Welt nach ihnen wird verenden. Wie alle Elemente werden auch wir ein Heim im letzten Kaiserreich haben. Anders als jenen, die zweifeln. Am Schicksal. Am Herrscher. An Omegon. Wer nicht an Omegon glaubt, der bevorzugt dem Frieden Krieg. Bevorzugt der Einheit Spaltung. Ihr denkt, dass ihr Gutes tut. Ihr tut es nicht. Ihr wusstet, dass dieser Kampf an diesen Punkt gelangen wird. Und nun lernt ihr, dass die Schatten euch verschlingen. In diesen letzten Worten schwand das letzte bisschen Licht und nichts als Schwarz erfüllte die Höhle. Im Stockdunkeln würde die Gruppe kaum kämpfen können, gerade gegen einen Feind, der die Schatten lebte. Und das wusste auch Asche. Sofort entflammte sich jeder seiner neuen Schweife. Ein kleines Licht im ewigen Dunkel. Darüber, dass er sich selber für den Feind bemerkbar machen könnte, machte er sich gar keine Sorgen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Stimme der Schatten ohnehin in der Finsternis sah wie am helligsten Tage, war mehr als nur hoch. Sein kleines Licht galt alleine sich selbst und seinem Team. Die Schatten sind ein Element. Etwas, was nur die wenigsten wirklich verstehen. Manche sehen in ihm die Antithese zu allem, was gut und richtig ist. Das Licht wird verdrängt, düstere Wahrheiten kommen hervor. Die Gefahr haust in der Dunkelheit, die Wohlheit im Licht. Nichts als eine Kraft des Bösen sind die Schatten. Doch wer die Schatten wahrlich lebt, der kennt auch ihre anderen Seiten. Auch das Licht lebt. Und für es sind die Schatten unabdingbar. Eine Antithese mögen sie sein. Doch gerade jene ist, was das Gleichgewicht erschafft. Das Licht bringt den Tag. Der Tag bringt die Reise. Doch wenn die Schatten nicht wären, wo bliebe dann die Ruhe? Die Dunkelheit ist für das Licht selbst eine Zeit zur Rast. Doch auch für die Wesen, die auf der Welt bewegen. Manche reden metaphorisch von den finsteren Zeiten. Doch es sind die realen finsteren Zeiten, die Nächte, die so wenig wertgeschätzt werden. Zudem sind die Schatten eine Kraft des Gleichgewichtes. Wenn der Forst in Finsternis fällt, erwachen erst manche der Wesen, die sein Leben treiben. Die Frische der Nacht bringt eine Ruhe vor der Hitze, ohne welche die Bäume vergehen würden. Auch der Mond braucht die Schatten, denn sie sind Teil des Seinigen. Sein Licht strahlt herab, Nacht um Nacht, vom Himmel und fällt auf die Erde. Lange Schatten werden gezogen von allem, was sich im Freienden befindet. Sie geben dem Mond die Kraft, die er auf das Sterbliche hat. Eine Mysteriosität, eine Aura des Geheimen, welche den Mond respektiert und bewundert macht. Auch der Sturm bringt mit sich Schatten, wenn die Wolken Sonne und Mond verdecken. Die Schatten auf die Welt werfen, um den Wesen zu sagen,
sucht euch Schutz und wartet ab. Nach dem Sturm wird die Welt wieder mehr Frieden haben. Bloß das Sternenlicht. Es alleine, es will scheinen, alles durchdringen, jede Ecke der Existenz erfüllen und keinen Schatten werfen. Denn wo Schatten ist, dort ist es nicht. Doch hier und jetzt war der Schatten uneins mit dem Ort, wessen Element er war. Ein einstiger Beschützer wurde zum Feind, da er im Glauben eines fernen Elementes an tyrannisches Recht glaubte. Und in diesem Glauben kämpfte die Stimme. Ihr Gegenüber stand allerdings mehr als nur ein Glauben. Das Team war mehr als nur eine Gruppe geworden, die Omegons Weltbild nicht zustimmte. Sie waren mächtig geworden. Mächtig genug, um Götter zu stürzen. Und am Ende war auch Omegon nur ein Gott. Und irgendwo auch die Stimme des Lebens. Natürlich war die Finsternis die Waffe der Wahl bei einem Feind wie diesem. Doch Finsternis war schwer zu erzielen. Selbst für die Stimme der Schatten. Asches neun Schweife war nämlich erst der Beginn des künstlichen Lichtes auf der Seite seiner Feinde. Auch beinhaltete das Team immerhin ein ähnlich lästiges Fukano. Von einem Luxio, welches Blitz beherrschte, gar nicht erst zu reden. Die beiden Feuertypen schafften es, Teile der Höhle dauerhaft zu erhellen. Funkenherz konnte zwar nicht dauerhaft Licht bringen, doch immer und immer wieder für Momente den gesamten Raum erhellen. Und als Mew agierte das Wesen wie ein Pokémon. Nun in einer Gestalt, welche die Schatten wahrlich verkörperte, schadete das grelle Licht der Stimme sogar wahrlich. Wie auch Dreron zu Lebzeiten war dieses Monster in seiner Gestalt nichts gewohnt als düsteres Licht. Vielleicht kleine Fackeln wie die Schweife Asches. Die grellen Lichtblitze Funkenherz allerdings waren grell, viel zu grell für ein lichtfernes Wesen. Während die Feinde in jenem Licht die Umgebung erst wahrlich wahrnahmen, verschwamm die Welt für die Stimme. Damit war es besiegelt. Nicht nur für die Hilfe, welche das Mon dem Feind gab, sondern auch für die Nerven und Augen der Stimme. Das Luxio müsste zuerst sterben. Der Kampfstil der Stimme basierte überraschenderweise enorm auf dem Nahkampf. Zumindest nun in diesem Duell. Was die Gruppe um Asche nicht wusste, war, dass dies nur ein zweitrangiger Stil der Stimme war. Allerdings funktionierten die weitreichenden Angriffe der Finsternis nicht, wenn sie auf das Licht des Feuers stießen. Mit dem Feuer als Lichtquelle erzeugten Sol und Asche nämlich Schatten, die nicht ihre Gestalt zeigten. Ohne dies wirklich zu planen, war die Gruppe perfekt ausgestattet gegen den Kampf der Stimme. Und das störte dieses Wesen, welches einst Mew war. Er hatte gesehen, was manche der Mon im Kampf konnten. Er hatte gesehen, wie das Gruppenpärchen mit Emotionen kämpfte. Und im Wissen, dass es zu einem Kampf wie diesem kommen könnte, hatte er versucht zu verstehen. Das erste Ziel müsste Funkenherz sein. Und vielleicht brachten gerade die scheinbar so mächtigen Emotionen eine Schwäche, durch welche die Schatten siegreich wären. Es gab eine Emotion, welche viel Stärke gab. Doch Schwäche wie keine andere. Der Hass. Was also das Ziel wäre, war, die unschuldige Schale des Luxio zu durchdringen und den Hass hervorzubringen, um dann im Moment der Schwäche zuzuschlagen. Und die Stimme kannte die Geschichten einer vergangenen Zeit, hatte zugehört, während das Luxio gesprochen hatte. Und was er brauchte... Es war durchaus mit seinem Element vereinbar. Funkenherz hingegen wusste nichts von all den Plänen, sondern erhellte die Gegend mit Blitzen, immer wieder die Stimme der Schatten in den Blick bringend und für Angriffe offenhaltend, welche am häufigsten von Darkrai stammten, dessen Schlagkraft gegen diesen Feind weiterhin am höchsten war.
Doch wie alle wurde sie vorsichtig, als im nächsten Eindringen der Dunkelheit auf einmal rotes Licht erschien. Ein neuer Angriff? Nein. Eher wirkte die Art, wie das Leuchten sich bewegte, wie es geformt war. Es wirkte wie ein Pokémon. Ein Pokémon anders als Mew. Aber wer... Ein weiteres rotes Licht erschien wie aus dem Nichts. Genau an jenem Ort, an welchem auch das andere Licht bereits war. Dieser Umriss jedoch war vollkommen erkennbar. Zumindest für die Eingeweihten. Blutrot leuchtete es. Eine Klinge. Ein Schwert. Ein Langschwert. Und mitten leuchteten nun zwei Augen im selbigen Rot. Aus den Schatten zeigte sich eine Silhouette. Die Silhouette eines Shinux. Eines Zwillux. Und sprach mit leiser, verzerrter Stimme. Funkenherz, du kämpfst immer noch. Du kämpfst immer noch, nachdem der Krieg schon lange zu Ende ist. Wozu? Ist es immer noch in meinem Namen? Glaubst du, es bedeutet etwas? Glaubst du, es bewirkt etwas? Im Gegenteil, wem tust du einen Gefallen damit, in meinem Namen zu scheitern und nichts zu bewirken? Damals konnte ich noch als Held sterben. Und nun? Nun beschmutzt du zum letzten Mal noch meinen Namen. Mew, ich weiß genau, dass du das machst. Mein Papa würde nie... Was wagst du? Wie kannst du es wagen, sein Abbild so zu missnutzen, du... Warte. Das leichte rote Glühen in Funkenherz ebbte etwas ab. Was? Ignorier ihn, Funkenherz. Ignorieren? Ich soll einfach ignorieren, dass... Dieses Abbild greift nicht an. Es spricht direkt zu dir. Die Stimme will etwas bezwecken. Mew will deine Deckung senken, weil er in dir eine Gefahr sieht, weil er selber genau weiß, dass es nicht umsonst ist, hier zu kämpfen. Hör nicht auf ihn. Willst du jetzt wirklich anfangen, nicht mehr auf mich zu hören? Früher warst du so viel umgänglicher. Hast du dich wirklich so verändert? Ich... Sanft stieß Sol das Luxio an die Schulter. Kurz blickte sie herüber, nahm einen tiefen Atemzug und blickte wieder in das rote Licht. Ich weiß, wem ich hier vertrauen kann und wem nicht. Gib es auf, Mew. Komm aus der Dunkelheit und stell dich. Ihr nervt mich. Allesamt. Gerade ihr beiden. Wieso lasst ihr Sterblichen eure Emotionen so von Pokémon kontrollieren, die nicht ihr selber seid? Wollt ihr nicht ihr selber sein? Wir kontrollieren niemanden. Wir helfen einander. Außerdem bist du das letzte Pokémon, das über Selbstsein reden sollte. Deine ganze Existenz ist nichts als ein Lakai des Schicksals. Du lässt dein ganzes Selbst von einem Element steuern. Ein Element, das real ist? Anders als euer Bund. Es wird sich echt anfühlen, aber nur bis etwas geschieht. Egal was es ist. Die Bindungen zwischen Pokémon sind imaginär. Und sobald etwas die Realität aufzeigt, kann die Illusion nicht wieder erstehen. Also war es etwa eine Lüge, damals als du mit dieser Samen und Flonk um die ganze Welt gereist bist. Von eurer damaligen Freundschaft bleibt nichts. So etwas wie Freundschaft gab es nie. Ich bin gereist, da das Schicksal damals noch auf Seiten dieser Welt stand. Ihr seid Narren zu glauben, dass ich so etwas Primitives wie Freundschaft je geführt hatte. Und ihr seid Narren, an euren Bund zu glauben. Wenn er denn wahrlich so stark ist, dann sag mir soll. Eine Dunkelheit durchzog den Raum. So finster, dass selbst das Licht der Kämpfer in ihr verschluckt wurde. Ohne die Chance, irgendwas zu sehen, konnte Funkenherz nicht reagieren, als das Pferdewesen mit seinen scharfen Drachenzähnen angriff und Schmerz ihren ganzen Körper durchfuhr. Sag mir, wie echt euer Bund sich anfühlt, was er dir bringt, wie echt er denn ist, im Angesicht des Todes. Der Schmerz wurde stärker, als die Zähne des Drachen immer kräftiger zubissen und Funkenherz Welt langsam schwarz wurde. Und das nicht nur im Visuellen.
Doch der Schmerz ließ schnell nach und auch das Licht kehrte wieder. Nicht war es Funkenherz eigenes Licht oder das Licht von Asches Schweifen. Als das Luxio aufblickte, erkannte sie Sol, der zwischen ihr und einer scheinbar verwundeten Stimme des Lebens stand. Das war der Schritt, den du nicht hättest tun dürfen. Du hast keine Ahnung, womit du dich anlegst. Hast du mir etwa nicht zugehört, als ich auf der Vulkaninsel gesprochen habe? Mit mir kämpft der König aller Flammen. Der König der Sonne. Eine kleine Sonne schwebte passend zu den Worten über dem Fukano als Quelle des Lichtes. Und wenn du die Pokémon um mich herum bedrohen willst, dann wirst du an mir vorbeikommen müssen. Doch du weißt, was geschieht, wenn das Dunkel in die Sonne tritt. Du naiver, egozentrischer... Der Satz wurde inmitten der Worte gestoppt. Von einem Klingen. Die Kraft von Sols Flamme hatte die Stimme geschwächt. Und nun, im Moment des Hasses, nutzte Dakra seine Chance und beendete dieses Duell. Das Wesen zerfloss sofort in finsterer Flüssigkeit im Boden. Und auch der Raum erhellte sich wieder. Der Kampf war gewonnen. Und eine weitere Stimme des Lebens war gefallen. Sind alle unverletzt? Die Frage war zwar an alle gestellt, aber richtete sich in Wahrheit doch primär an Funkenherz. Mir geht's gut genug. Nichts, was bald geheilt, nicht geheilt ist. Nun, in diesem Falle. Darkrai zog einen eigenartigen, steinernen Splitter hervor und blickte ihn kurz an. In diesem Falle sollten wir nicht mehr Zeit verlieren, denkt ihr nicht? Ein wenig Zeit zu ruhen werden wir in Omegons Heim noch finden. Wir werden immerhin erst seinen Kern finden müssen. Doch seine Welt betreten. Dank Mew weiß er von unserem Plan. Das heißt, er wird bereit sein. Sobald ich diesen Stein einsetze, haben wir Sekunden. Kein Zögern und keine Umkehren mehr. Seid ihr alle bereit? Der Schatten selber kannte die Antwort, als sich nun die 5 Pokémon um den Weltenkern sammelten. Dann... Los!